Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Müssen wir euch was zeigen? Ja, das müssen wir, denn wir sind auf der Messe, die FREE in München und haben uns jetzt ein total außergewöhnliches Oldschool Back to the Woods Ding rausgesucht. Das ist nämlich ein schöner, ich glaube, der Fachjargon ist Klappi Zeltanhänger. Also, ich bin ja am Anfang, bin ich ganz ehrlich, habe ich mir gedacht, was ist das? Braucht man das? Und dann habe ich da mal reingeguckt und dachte, das ist geil. Und weißt du was, davon muss ich dir erzählen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle einfach mal, let's go! So, also, ich habe mich hier auch mal ganz lässig drapiert auf dieser kleinen Box, weil ich mir dachte, wenn du mit so einem lässigen Klappi unterwegs bist, dann musst du dich auch lässig drapieren. Und dieser lässige Klappi, den wir uns jetzt miteinander anschauen, wir machen das wie immer, einmal rum, einmal ein bisschen Daten, Fakten und dann gucken wir mal rein. Ja, dieser geile Klappi, das ist der Campwerk Family. Das ist der Name Programm, das ist also für, ich sag mal, eine Familie. Pass auf, wir fangen an und gehen mal so ganz nonchalant miteinander rum. Was ich am Anfang schon, also da war ich das erste Mal echt schon ein bisschen irritiert, freudig irritiert. Guck mal, wir finden selbst hier eine Alco-Anti-Schlinger-Kupplung. Das finde ich ja schon spektakulär, weil grundsätzlich denkt man ja, okay, das ist so ein kleiner Kartoffelanhänger, da braucht man sowas nicht. Denn auch hier gilt natürlich Safety First. Der Grillfürst, der ist übrigens wieder in Kirchheim dabei. Hier sind wir erstmal Safety First. Dieser Anhänger wiegt erstmal so grundsätzlich 200 kg. Dann kommt noch dieses ganze Zeltgeraffel dazu, was nochmal 230 Kilo wiegt. Dann bist du bei 430 Kilo. Und das heißt also, du ziehst erstmal so 430 Kilo von A nach B. Das ist ja schon mal so, ich sag mal, viel weniger als mit einem Wohnwagen. Und du hast natürlich auch einen viel besseren CW-Wert, weil das Ding ist ja nicht so hoch. Dann kommt aber noch was dazu. Ja, auch mit so einem Klappi willst du ja im Urlaub auch mal, weiß ich nicht, eine Wurst machen oder dich mal schön hinsetzen, so in eine Sonne rein oder so. Das heißt, du musst ja ein bisschen was mitnehmen. Dafür brauchst du zwei Sachen. Du brauchst eine Zuladung und du brauchst den Platz dafür. Und beides findest du hier. Das finde ich bemerkenswert. Das ist übrigens auch so eine kleine Besonderheit bei diesem Campwerk Family, dass du, aber das zeige ich dir gleich, unterhalb der Liegefläche ganz viel Platz hast, um da einfach Zeug reinzuschmeißen. Übrigens bis zu 900 Kilo Zuladung. Boah, Alter, das sind aber mal ein paar Dinger oder ganz viel Wein aus deutschen Landen. So, pass auf, jetzt gehen wir rum. Dann sehen wir im ersten Schritt erstmal, ja, ist schon aufgebaut. Das ist jetzt aber auch leider nicht zu ändern, weil wir sind ja auf der Messe. Aber wir sehen so ein, zwei Sachen und dazu darf ich dir ein bisschen was erzählen, weil ich habe mir ja auch schon was erzählen lassen. Zum einen erstmal so dieses Tropendach. Habe ich gesagt, wieso, was ist Tropendach? Ja, muss ich jetzt in die Tropen fahren? Sagt der, nee, musst du nicht, du Horst. Das ist Folgendes. Guck mal hier. Siehst du das? Das ist Dach auf Dach. Was bringt das? Bis zu 6 Grad weniger Temperatur, wenn du in der Sonne stehst. Weil das eben nicht direkt hierauf ballert, sondern 5, 6 Grad können im Urlaub auch schon mal entscheidend sein über Schweiß oder Nicht-Schweiß. Und der Regen ist vielleicht sogar leiser. Und der Regen, super wichtiger Punkt, das hatten wir ja letzte Woche, als er geschüttet wie doof, der feuert halt nicht hier drauf, sondern da drauf. Hast es mit Sicherheit auch ein bisschen ruhiger. Dann gibt es etwas, und Manny, wenn du hier mal drauf guckst, dann denkt man sich im ersten Schritt, was ist das? Ist das ein Schachfeld? Nee, ist ja einfarbig. Das, was du siehst, diese kleinen Quadrate, das ist der sogenannte Rip-Stop. Habe ich wieder gefragt, Rip, Mac, Rip, was für ein Ripstop? Da sagt er, ja gut, es kann ja immer mal sein, dass so eine Plane, so ein Zelt Schaden nimmt. Warum auch immer, ja, weil man irgendwo hängen bleibt oder was auch immer. Und durch diesen Ripstop reißt es, wenn es reißt, nur von hier bis da. Also nur innerhalb so eines... Es reißt halt nicht gleich so 20 Meter weit. Ja, geil. Viel besser wieder zu reparieren. Jetzt weiß ich nicht, ob das schwer ist zu produzieren, keine Ahnung. Zum Mond fliegen ist wahrscheinlich anspruchsvoller, aber ist eine gute Idee. Ja. Finde ich super. Pass auf, wir gehen weiter rum und dann siehst du auch gleich, okay, das ist ein ganz normaler kleiner Anhänger auf dem Monoachser. Reserverad haben sie da vorne vorgeschmissen, ja, damit das so Formel 1-mäßig schnell geht, ja, wenn es mal ist. Aber du siehst hier ist schon wieder Ende. Pass auf, ich gebe dir mal das Maß. Ich hab das genau ausgereicht. 1, 2, 3. Wir sind bei 4 Meter bis vorne Spitze Deichsel und sind ungefähr, ich sag mal so, bei 2 Meter Furz reine Anhängerfläche. Das ist doch mal klein, da ist doch auch das Rangieren deutlich leichter. Jetzt gehen wir weiter. So, eigentlich geht's bis hier. Dann ist hier eigentlich Ende.
Das ist natürlich dann doof, wenn du dann doch mal so ein bisschen mehr Platz haben willst in einem Urlaub. Dann brauchst du zwangsläufig natürlich auch noch das passende Vorzelt dazu. Das ist hier ja auch schon dabei. Ich sag dir natürlich nachher auch noch was über den Preis. Auch das kostet Geld. Die Leute aus Bochum kommen, die übrigens, da habe ich kurz gezuckt, ne? Auch die wollen ja leben. Das kann, wird hier rangefriemelt, siehst du, mit Reißverschluss und dann hier nochmal der Klett. Ah, voll ein Gewicht gekriegt. Voll den Schlag bekommen. Mann, ey. So. Und dann hast du hier ein riesengroßes Vorzelt, was natürlich hier schön mit den Fliegenschutzdingern versehen ist, damit du mit die Fliege nicht so viel am Kämpfen dran bist. Pass auf, wir gehen weiter rum. Übrigens super, finde ich, hier kannst du auch schön unsere Wimpelkette ranfriemeln. Die wird da aber sich gut machen, oder? Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter rum. Ja, hier sind ganz viele Menschen. Bleib ganz dicht bei mir. Hab keine Angst. Komm mit, schnell. So, und auf der anderen Seite siehst du dann jetzt einmal aufgeklappt. Ja. Mit dem Tropendach. Da oben natürlich ganz rüberreichend. Und wenn du jetzt mal reinschaust, also alleine schon der reine Bereich, den dir das aufgeklappte Klappi-Ding bietet, da ist ja schon mal ein bisschen was. Weil alles das, was du hier siehst, gehört ja zum Klappi dazu. Ja. Das da vorne ist dann das Vorzelt. Super. Pass auf, jetzt machen wir mal einen kleinen Check mit Fakten und so. Und dann gucken wir mal rein, weil drin ist ja durchaus noch spannender als draußen, oder? Guck mal, eine Blume. Okay, zu einem akkuraten, ordentlichen Fakten gecheckt das Ding, Checker Günther, gehört auch immer der Preis. Grundsätzlich, und das ist eine erste wirklich relevante Info, 8.500 Euro kostet der Anhänger. Da ist dann natürlich noch nicht so unendlich viel dabei, ja, das Vorzelt nicht, dieses Küchenmodul nicht, was wir uns noch anschauen werden. Wenn du den so tutti completi, so wie er hier steht, mit Vorzelt, mit Küche, mit so einer Bodenplane dafür das Vorzelt und so, dann liegen wir bei 15.000 Euro. Jetzt werden einige sagen, ja, das ist aber viel Geld. Und dann sage ich, ja, fang ich doch an zu lachen. Hast du nämlich recht, ist natürlich eine Menge Geld. Aber es ist qualitativ, also zumindest für mich so als nicht den Zeltexperten, schon echt hochwertig. Und das finde ich auch ganz spannend. In der Broschüre, die habe ich mir ja gerade durchgelesen, steht was drin. Das glaube ich erstmal so. Ich bin ein sehr gutgläubiger Mensch. Wenn du das hier alles aufklappst, dann hast du hier mehr Platz als in einem 10 Meter Wohnwagen. Und das glaube ich sofort. Weil ob ich jetzt durch einen Wohnwagen renne oder halt eben ehrlich durch so ein Zelt, ist ja am Ende des Tages auch Wuppe. Und übrigens eine Sache, die auch total wichtig ist, habe ich vergessen zu erwähnen. Dieser Stoff, der hat nicht nur dieses Rip-Ei, hätte ich fast gesagt, Rip-Stop. Der hat auch noch eine Eigenschaft, dass der sehr schnell trocknend ist. Ist ja super wichtig bei einem Zelt. Das Ding ist in 2 bis 3 Stunden, also es sei denn, es regnet weiter, dann natürlich nicht. Aber wenn es nicht mehr regnet, innerhalb von 2 bis 3 Stunden trocken, durchgetrocknet. Zack, zugebastelt, reingeschmissen, ab zum nächsten Platz. Sensationell. So, was kannst du alles dazu kaufen? Guck mal hier, kriegst du ein Schlafset, das gucken wir uns an. Und eine Bodenklappe unterm Bett, die gucken wir uns an, die halte ich für super wichtig. Also wenn ich den bestellen würde, dann würde ich ihn tatsächlich so bestellen, wie er hier steht, weil so gefällt er mir echt gut. Da kann ich auch einen Porta-Potti reinstellen. Direkt hier vorne. Und hast du schon verraten, was er dann kostet, wenn du alles dabei hast? 15.000. Achso, ja, bitte. 15.000. Melanie hat mir nicht so richtig gut zugehört. Kannst du natürlich auch finanzieren, aber das ist ja nicht der Sinn. Pass auf, jetzt gehen wir mal rein ans Objekt. Das, was du hier siehst, das ist das Heck, also Ende von Wohnwagen. Ja. Jetzt fragst du dich, warum ist das offen? Das ist eine ganz einfache Begründung, die ich dir geben kann. Hier drunter ist ganz viel Stauraum, komplett der ganze Hänger von hier bis hier ist Stauraum. Genau. Wo bist du denn? Ach da. Für Stühle, Tische, alles. Kühlbox. Und dann hast du eben, Kühlbox bringt mich dazu, das zu erwähnen, hinten optional dazu kaufbar, dieses sogenannte Küchenmodul. Und da sage ich, das ist doch ziemlich geil. Ja, also das hier nicht mehr, das ist weg, das klappt man zu, runter. Und dann schwenkst du das hier so rein und dann ist das hier die Heckwand. Ja. Ist Anhängers. Und ich muss sagen, ich finde das hier auch mega hübsch mit diesem Holz und diesem Branding hier. Ich finde das richtig, richtig schick. Wie macht man das auf, dass ich will das nicht kaputt machen? Ah, drehen. Guck mal, da hast du nämlich natürlich auch hier Spüle, dann hast du hier den Gasanschluss, den legst du runter. Brauchst natürlich einen Frischwassertank, ist ja ganz klar, weil das Wasser muss ja irgendwo herkommen. Der ist jetzt nicht so riesengroß, dafür kannst du ja auch schön befüllen. Stellst ihn drunter, hast hier eine Pumpe eingebaut, hast einen Zweiflammenkocher. Da hast du schon mal eine Flamme mehr als ich damals, als ich mit dem Camping angefangen habe. Und das Schöne ist, aus dem Bett kannst du beobachten, wie der Herr hier kocht. Das finde ich doch schon wieder ganz angenehm. Ja. Ach so, macht man zu. Siehst du?
So macht man wieder zu. So, jetzt gehen wir mal rein und gucken ein bisschen weiter. Also das ist hier alles echt, das ist hochwertig. Das fühlt sich echt gut an, ja. Ich frage den Chef hier nachher nochmal, wie man das machen muss mit imprägnieren, weil da muss man bestimmt ein bisschen was machen bei so einem Zelt. Aber das, ja, geh mal, mach mal. Ja, pass auf. Und jetzt geht's weiter. Jetzt pass auf, jetzt mache ich mal was. Jetzt bin ich mal tollkühn. Schuhe aus. Nee, mach ich nicht, oder? Also, was du brauchst, ist eine Leiter. Es sei denn, du bist sportlich. Aber das bin ich ja nicht. So, pass auf. Alter, und das ist der Hammer. Weißt du, was der Hammer ist? Was? Pass auf. Jetzt liegst du hier, ja, und hast halt mal den Luxus, so eine total sternklare Nacht zu haben. Und jetzt guck mal nach oben, Melanie. Wow. Kannst du in den Himmel gucken. In den Himmel gucken. Ist das nicht schön? So, guck mal. Und dann hast du hier überall so kleine Ablagen. Gut, es ist natürlich nach wie vor ein Zelt, aber, und das ist das Zweite, was ich super geil finde. Pass auf, ich mach da mal den Günther-Check. Das ist eine super bequeme Matratze und sie ist riesengroß. Das ist deutlich größer als in meinem Wohnwagen, den ich ja gerne mag. Aber ich zeig dir noch was. Rausgehüpft, Melli. Oh, ich bleib. Oh, ich, die ist super bequem. Das ist auch bestimmt so eine ergonomische. Weil mein Popo sinkt weiter ein als mein Dings. Dann ist das ergonomisch. Geht aber weiter. Du willst ja nicht gucken, wie ich so am Schlafen dran bin. Hattest du auch Schuhe aus, Melli? Ja, klar. So, jetzt zeige ich dir das nochmal, was ich jetzt noch entdeckt habe. Aua. Also ein bisschen Sport musst du schon machen. So, mach's mal hoch hier. Ja. Dann siehst du zum einen, das haben viele zu Hause nicht. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch total gesund. Ja. Also es lag sich gut. Und, pass auf, jetzt kannst du hier, guck mal, mit wow. Druckluft-Bums-Dings hier, sodass das auch hält, kannst hier diesen, und jetzt siehst du ihn erstmal in ganzer Größe, diesen kompletten Stauraum beladen von hier. Das ist echt wahnsinnig groß. Und so viel Stauraum hast du in deinem Wohnwagen meistens nicht. Also nicht so unterm Bett. Weil so ein großes Bett hast du ja gar nicht. Das ist geil. Das finde ich echt ganz geil. So, wieder runter. Finger. So, ich muss auch meine Schuhe nicht vergessen. Warte. Ja, und dann, das musst du natürlich dann auch in Kauf nehmen. Brauchst du natürlich noch ein bisschen weiteren Stauraum. Aber da muss ich dir als Camper nichts erzählen, weil das machen ja Wohnwagenfahrer auch ganz gerne. Sich nochmal in das Vorzelt den einen oder anderen Schrank reinzustellen, einen Küchenschrank, einen Kleider, einen Schuhschrank. Das bleibt nicht aus. Bin ein bisschen aus dem Atem. Super. Aber was ich wichtig finde, wenn du gerade eh nicht reden kannst, ist, man kann hier überall alles auch zumachen. Ne? Also jetzt ist es gerade offen und schön belüftet. Ich bin ja immer ein Fan von Frischluft beim Schlafen. Was aber auch wichtig ist, also ich würde das glaube ich sogar nachts, wenn ich in Italien an einer Adler schon, würde das offen lassen. Ich auch. Geil, also man kann aber auch alles zumachen, dann ist es dunkel. Also selbst hier zum Vorzelt, sag ich mal, kannst du es zumachen und hast es richtig muckelig. Und jetzt pass auf, es gibt noch eine wichtige Info, die muss ich für mich selber erstmal holen. Das wird er uns nicht zeigen können, weil der ganze Krusch ist ja hier aufgebaut. Aber ich werde ihn mal fragen, wie lange es dauert, so ein Ding zumindest rudimentär zusammenzuklappen, respektive aufzuklappen. Ja. Die Info, die gebe ich dir gleich noch. Gib mir eine Sekunde, Sekunde. Pass auf, jetzt haben wir Mike. Ja. So, jetzt haben wir den totalen Experten rangeholt. Das ist nämlich der Mike. Der Mike kommt aus Hamburg. So. Und der Mike hat gesagt, du pass auf, bevor ich dir lange erkläre, wie das funktioniert mit hin und her und Hü und Top und Zip und Zap, dann zeige ich dir das einfach mal. Das hier, das ist der Campwerk, wie heißt der? Economy. Das ist eine Nummer kleiner, aber das macht nichts, weil das Prinzip ist genau das. Richtige. Gleiche. Natürlich. So. Das Richtige, was da ist. Komm, Mikey Boy, zeig mal her, lass mal fliegen das Teil. Nimm mal das Bett hier. Aber sehr gerne. Also mach das hier. Halt du mal, ich muss näher mit dem Mikrofon ran, dass man den Mike auch hören. Oh Gott, und jetzt, und jetzt? Das war's schon. Das ist fertig? Ja, leider fertig. Mehr kann niemand. Kann ich dreimal wiederholen, leider fertig. Ja, für doof, auch vielleicht viermal, aber jetzt wird abgespannt. Genau. Tüdelit, fertig. Und dann das Vorzelt, was ich da bei dem Family das sehe. 15 Minuten noch. Das gibt's hier auch. Ja. Genau. Das wird ja einfach reingezogen. Genau so. Mike? Sehr schnell, ne? Bester Mann. Kurzes Gespräch, ne? Und zusammenbauen ist genau das gleiche, noch zum Gucken. Ja. Zusammenbauen. Macht er auch mit einer gewissen Lässigkeit. Ja, muss ich ihm lassen. Und dann, aber jetzt fahre ich ja so nicht los. Da ist die Plane drauf. So. Ach so sieht er aus, wenn er fertig ist. Genau. Dann muss auch zeigen, Meli, komm, schnell. Der hat aber geilere Reifen. Dann wird also hier oben drüber noch hier abgespannt, dass der ganze Käse nicht wieder aufliegt. So, au, ich kriege hier immer einen gewischt. Ja. Das ist da auch da drauf? Wenn du es jetzt Option, 40 Optionen. Was bringt mir das, außer dass es geil 400 aussieht? Kilo, 400 Kilo extra Zuladung. Da kannst du oben, ich habe da oben einen Kajak drauf, du kannst da noch richtig Transportmittel mitnehmen.
Und hier vorne kannst du bis zu 4 Fahrräder bewegen. Mensch, ihr macht euch ja richtig Gedanken in Bochum. Das ist so. Die Bochumer, wa? Wer hätte das gedacht? Fußball können sie nicht, aber da kriegen sie ganz gut hin. Oh, jetzt kriegen wir wieder Hate. Nein, Bochum ist nicht mein Verein. Mensch, Mike, hast du toll gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir machen ein schnelles Fazit. Warte, kurze Frage. Na, okay. Wofür ist diese Rolle? Ist das für die Stangen? Sehr gut. Ah. Profi hier. Nein, sie kommt aus Hamburg. Die ist halt eine Kluge. Genau, ist ein Hamburger Dern. So bist du. Hamburger Dern. Mensch, Dern. Das war, pass auf, wir machen das Fazit direkt. Wir machen das Fazit direkt jetzt. Das war für uns auch mal so ein kleiner Ausflug in ein total, fast total unbekanntes Terrain. Hätte ich fast gesagt. Nichtsdestotrotz, also ich fand das jetzt echt spannend. Also das also mit dem Auf und Zu, das hat mich tatsächlich, ich hätte gedacht, das dauert länger, bin ich ehrlich. Gut, aber ich hoffe ja noch was. Ne? Nämlich nicht nur, dass du das hier auch so spannend fandest wie wir, sondern dass du sagst, Mensch, endlich haben sie mal ihre blöden Wohnwagen verlassen und machen mal was anderes, weil Happy Camping, ja, das ist ja nicht nur Wohnwagen, das ist ja auch alles andere, was irgendwie mit Camping zu tun hat. Und dann sage ich, hey, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleine Video. Jetzt hüpfen wir weiter. Jetzt zeigen wir vielleicht sogar noch ein Dachzelt. Jetzt lassen wir es toll kühn krachen. Boah, heute haben wir den Mutdrops gelutscht. Und bis dahin, ja, bleib uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping. Und oder? So. Ich bin weg, dein Stefan und die Melli. Hui. Hasta luego. Tschüss.